Guten Morgen. Oh, es ist etwas früher geworden als sonst. Ich dachte gerade, meine Uhr steht, aber es ist schon kurz nach Mitternacht. Schön, dass Sie so frisch sind und so fit. Herzlich willkommen hier in Sat 1 oder wie es halt heute offiziell heißt, im Sunshine-Sender. Wow! Ich begrüße Sie zu einem ganz speziellen Abend. Der heutige Abend steht unter dem Motto das deutlich gesprochene Wort. Schluss mit den Tagen, an denen ich genuschelt habe. Heute Abend wird langsam und deutlich gesprochen, sodass Sie sich Zeit nehmen können, um sich auf die Pointen vorzubereiten. Und darf ich gleich mal mit zwei Medienhöhepunkten beginnen, die ich heute Nachmittag zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr hatte. Einmal in der ARD und einmal im ZDF. Und ich fange an mit dem ZDF. Im ZDF stand ein junger Mensch, und er kann nur vom Bayerischen Rundfunk kommen. Jung, dynamisch, klare Frisur. Er stand in Bayreuth und sagte, es war Pause bei Tristan und Isolde. Sie sind eine Art Cats für Besserverdienende. Und Pause, ja, Moment. Er steht da. Und sagt, wir warten jetzt auf Günther Strack, um ihm zu fragen, wie der erste Akt ihm gefallen hat. Und ich sehe hinten Günther Strack auf und ab gehen mit einem Gesichtsausdruck wie, wo ist dieser BR-Reporter? Und während der Reporter in die Kamera sagt, ich warte auf Günther Strack und Günther Strack hinten auf und ab ging, sehe ich von links ins Bild kommen einen fantastischen Gast, der vor 14 Tagen bei uns war. Heute bei Tristan und Isolde in Bayreuth mit Gattin Bata Illitz. Hallo, Michaela. Aha. Tristan und Isolde war nicht ein. Aha. Fantastisch. Und der zweite Hammer war in der ARD. Eine der Großen der deutschen Volksmusik, unsere Stefanie Hertel. Oder wie ihr Freund Stefan Rossi nennt, Spatzel. Wird heute 18 Jahre. Sie wird volljährig, ist ab jetzt für alles selbstverantwortlich, unterschreibt selbst, macht den Führerschein. Und Sie wissen, der Stefan und sein Spatzel sind ein Paar, aber sauber. Sauber. Und raten Sie mal, und das hat mich gerührt, weil ich sage, man sagt heute, die Jugend ist oft so abgebrüht. Nein. Raten Sie, was Stefan Ross seinem Spatzel zum 18. Geburtstag geschenkt hat. Ein fantastisches Geschenk, ein romantisches Geschenk, ein prickelndes Geschenk. Stefan Ross schenkte Stefanie Hertel zum 18. Geburtstag ein ADAC-Sicherheitstraining. Wir haben heute Abend hervorragende Gäste, meine Damen und Herren. Wunschgäste. Ein Gast war schon dreimal angekündigt, er wurde immer wieder Opfer des Schneetreibens auf dem Münchner Flughafen. Und eine junge Künstlerin aus Frankfurt, die so nach oben geht in der Welt der Charts. Bei uns zu Gast heute Abend die ehemalige Schwester S, Sabrina Setlur und Gerd Rumbauer. Wir werden nachher live nach Paris schalten. Live nach Paris in, wie es offiziell heißt, Disneyland Paris. Es hieß lange Zeit Euro Disney. Und jetzt heißt es Disneyland Paris, und dort ist ja morgen das entscheidende Einzelzeitfahren, bei dem Jan Ullrich die Tour de France in trockene Tücher bringen wird, wie das heißt, oder? Davon gehen wir alle aus. Wir werden live dort hinschalten. Wir haben sensationelle Hintergrundberichte der Tour de France. Und wir haben ein Thema, das uns alle angeht. Es gibt immer mehr schwule Hochzeiten im Fernsehen. Eine tolle Sache. Eine tolle Sache. Ja, haben Sie auch schon das gehört? Toll. Toll, 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 toll. Und zwar am Dienstag. Am kommenden Dienstag, das ist zwei Tage nach dem Tourgewinn durch Jan Ullrich,
Heiraten in verbotene Schwestern, was, nein, Liebe. In verbotene Liebe, Gero und Markus. Ja, sie stecken sich die Ringe an den Finger und sagen wahrscheinlich ja. Und am Sonntag heiratet in der Lindenstraße Multitalent Georg Uecker, der Darsteller, nächste Woche bei uns zu Gast, der Darsteller des Carsten Flöter, Theo Klages, mit dabei ein Priester und Hella von Sinnen. Da kann doch nichts mehr schiefgehen, oder? Das weiß ich jetzt schon, weil ich das sehe, heilig. Ja. Das ist mir total egal, der Sherry. Ich heule, ich hab geheult, 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 geheult. Das ganze Wochenende nur geheult. Und ich musste mir das erst erklären lassen, was das mit den schwulen Hochzeiten im Fernsehen auf sich hat. Als ich zuerst gehört habe, schwule Hochzeit im Fernsehen, dachte ich, Neues von den Mainzelmännchen? Nein. Nein. Und ich muss sagen, es ist eine tolle Sache. Es fördert die Toleranz. Wir müssen da toleranter werden. Und was Sie sonst noch an Floskeln gerne von mir hören, weil ich habe alles drauf. Ich fordere die konservativen Zuschauer auf, bitte mäßigen Sie sich. Heute Mittag haben Leute hier angerufen und gesagt, ist das wahr? Schwule Hochzeit? Ja, haben die denn den Arsch auf? Wie heißt da eigentlich der Spruch seitens des Priesters? Und ich frage dich, Carsten Flöter, willst du diesen Mann zu deiner Frau nehmen? Oder wie heißt das? Muss ja auch irgendwie umgedreht sein, oder? Was sagt man dann? So, sie dürfen sich jetzt küssen, oder? Sie können sich jetzt bücken? Völliges Neuland. Man muss vollständig umdenken. Ich stelle mir das so schön vor, wenn man bei den Eltern wieder mal zu Besuch ist im Teutoburger Wald oder im Odenwald und sagt, stell dir vor, Mutti, ich heirate. Und die Mutter sagt, ist das toll, Junge. Ja, ja, aber ich heirate mal, weil ich bin schwul. Ist doch egal, Hauptsache es wird eine schöne Feier. Das ist so schön, wenn die Eltern sich freuen können und man kann sich auch bei der Feier unterhalten. Was hat man falsch gemacht? Man hat nichts falsch gemacht. Sind diese überkommenen Rollenklischees. Gott sei Dank gibt es Sendungen wie diese hier, wo Toleranz in die Hirne reingefügt wird. Ja. So hart wollte ich gar nicht. Hm. Oh. Das gibt bestimmt wieder Schwielen. Ich glaube, wenn das auch, es ist ja nur im Fernsehen, aber ich glaube, wenn das Wirklichkeit wird, wenn es ins reale Leben kommt, dass immer mehr Schwule heiraten, dann schallt es bald durch Deutschlands Standesämter. Ich freue mich! Meine Uhr ist kaputt, nein. Ja, meine Uhr ist kaputt. In Köln herrscht sensationelle Begeisterung, meine Damen und Herren. Und das sagen wir gern, denn wir sind Deutschlands multikulturellste Show. Und viele unserer Fans sind türkische Mitbürger. In Köln heute gigantische türkische Disco-Nacht. Ja, die Disco heißt Im Absolut. Im Absolut, das ist die größte türkische Disco des Kontinents. Demnächst einmal im Monat türkische Disco-Nacht. Das Motto der türkischen Disco-Nacht hier in Köln ist Et güt vom Bosporus. Große Transparente. Und auch hier wieder dumme Vorurteile. Auf die Frage, wieso ist das denn ausgerechnet an diesem Wochenende, sagen böse Menschen, tja, kleine Vorübung für den Sommerschlussverkauf. Nein! Es ist Lebensfreude, es ist die Welt des Scherzes. Durchaus auch fragen, ja, wie heißt eine türkische Lichtorgel? Ampel. Zum Beispiel, zur Einstimmung. Bevor
bevorzugte Musikrichtung, auch in unseren türkischen Diskotheken, ist ja, Türkno. Türkno-Music. Ich selber bin ein Riesenfan der türkischen Popmusik. Künstler wie Tarkan, Sezen Aksu, Izel, Rafet El Roman, großartig, Nilüfer, Spitze, oder Ibrahim Tatlises, um nur mal die wichtigsten zu nennen. Und falls Sie demnächst in die Türkei in Urlaub fahren oder auch in die Türkei ziehen wollen oder viele Freunde in der Türkei haben, unsere aktuelle Info, das sind die türkischen Charts heute Abend. Jetzt hatte ich gerade das Gefühl, mir sind die Silikoneinlagen verrutscht, aber das ist immer, wenn ich dieses Gesicht, wie heißt nochmal dieser Stummel vom FC Bayern? Lothar Matthäus. No. Lothar Matthäus, der Großartige. Lothar Matthäus wurde mal wieder Opfer einer bösen, bösen Aktion. Ja. Wenn Sie heute in der Zeitung gelesen haben, das Satiremagazin Titanic hat bei Lothar angerufen und man hat gesagt, ja, man ist der Referent von Marc Conrad. Marc Conrad ist der gigantische, der sensationell erfolgreiche Programmdirektor von RTL, ein Gigant, einer der ganz, ganz großen, ein Riese des internationalen Fernsehgeschäfts. Und dann hat er gesagt, ja, hallo, ich bin der Referent, weil wir sind Luxemburger. Und hat bei Lothar Matthäus angerufen und hat ihm gesagt, stellen Sie diese Gemeinheit vor, hat gesagt, ja, Margarete Schreinemacher soll aufhören mit ihrer Show und Lothar soll der Nachfolger werden. Hat die böse Titanic Lothar vorgeschlagen. Ja? Mich hätte es sehr gefreut, wenn es geklappt hätte, weil ich hätte Lothar gerne mal weinen sehen. Viele Menschen sehen ja, wenn sie weinen, direkt so aus, dass man ihnen eine reinhauen möchte, oder? So. Im Schwäbischen heißt es, ja, Pralle, da muss ich nicht so viel brunzen. Also, ja, sagt man im Schwäbischen, mehr volkstümlich. Aber es geht nicht, weil die Sendung von Margarete Schreinemacher, das dauert ja nur 3 Stunden und das reicht für Lothar nicht. Es wäre der ideale Job gewesen, denn er hätte 3 Stunden durchreden können, ohne auch nicht spielen zu müssen zwischendurch. Er hätte einfach nur Interviews geben können, auch gerne mal mit sich selbst. Und Lothar Matthäus, meine Damen und Herren, Lothar Matthäus, das ist leider kein Witz, hat bereits die Vorschläge an Titanic geschickt, was er als Musik in seiner Show, in der Lothar Matthäus Show haben möchte. Und die Musik wäre gewesen Michael Jackson, Bob und Tony Marshall. Liebe Freunde in Odenau-Halle in Freiburg. Es wird sich doch ein Sender finden, der diese Show ermöglicht, oder? Wir sollten darüber nachdenken und bis es soweit ist, die Weisheiten des Konfuzius. Konfuzius sagt: Einigkeit und Licht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Liebe Sportfans, liebe Radsportbesessenen Deutschen, es ist soweit. Morgen das entscheidende Einzelzeitfahren in Disneyland Paris, früher mal Euro Disney. Und Sie wissen, Jan Ullrich, unser deutscher Jan Ullrich. Er kam aus Rostock, er bremst in Hamburg und er lebt jetzt in Meerdingen im Badischen. 6 Minuten 22 Sekunden hat er Vorsprung und er wird morgen, da sind wir alle sicher, im ehemaligen Euro Disney
diesen Vorsprung retten. Und unser Starreporter Kai Edel ist jetzt in Disneyland Paris für uns vor Ort. Das sehen Sie bereits über den Satelliten, die Schalter aufgehoben. Da ist er. Namen Kai Edel. Hallo, live aus Disneyland. Hallo, Kai. Hallo, Köln. Hallo, Harald Schmidt. Grüßen Sie. Hallo, Kai. Hallo. Kai? Ja. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, Sie stehen jetzt in Disneyland Paris vor dem berühmten Dornröschenschloss. Da muss ich Sie korrigieren, das ist nicht ganz richtig, Herr Schmidt. Ich stehe jetzt direkt vor dem berühmten Piratenschiff im sogenannten Abenteuerland. Das ist fantastisch. Ah ja. Mhm. Über den Schirm kommt diese Atmosphäre gar nicht so ganz rüber, Kai. Das ist ein bisschen komisch. Man muss schon hier sein. Man muss schon hier sein, um den ganzen Zauber dieses riesigen Erlebnisparks zu spüren. Ein bunter, lustiger Spaß für Groß und Klein. Eine fantasievolle Welt voller Abenteuer und Überraschungen. Das ist Kai, toll. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich. Mhm. Bei allem, wir haben alle Sinn für Humor, ja, für Scherz und Schabernack. Sie wissen, Sie machen einen großartigen Job während der gesamten Tour de France. Aber das ist nicht Disney, Euro Disney. Mit anderen Worten, ich glaube Ihnen nicht, Kai. Sie glauben mir nicht. Sie wollen Beweise. Sie kriegen Beweise. Da haben wir nämlich zum Beispiel hier die liebe Mickey Maus. Ja. Die hat auch lustige Ohren. Ist die putzi? Ja. Ne? Reicht das? Kai. Kai. Ja? Ich bitte Sie. Ja, das sind wertvolle Sendeminuten. Hören Sie bitte auf jetzt mit dem Quatsch. Nie im Leben ist das Mickey Maus. Na gut, das ist vielleicht nicht Mickey Maus, aber hier haben wir den lustigen großen Goofy. Na Goofy, du hast aber lange Ohren. Danny Knuffy. Das war toll, oder? Kai. Ja. Kai, was mit anderes? Mit denen kann man alles machen hier. Kai. Kai, Sie sind ja eigentlich vor Ort. Ja. Ja, denn morgen ist ja dieses berühmte Einzelzeitfahren der Tour de France in Disney World. Ach so, das ist ja toll. Ja. Kai, können Sie mal eine Prognose wagen? Wie wird denn unser großartiger Jan Ullrich, Kai! Wie wird Jan Ullrich morgen in Paris empfangen? Aber natürlich, Herr Schmidt. Was? Wie? Kai, wie wird er empfangen? Ach so, ja, ich denke mal mit allem Pomp und Gloria. Das ist verrückt, wie weich die sind. Kai? Hier. Ja. Haben Sie irgendwas, das uns interessieren könnte? Ach so, ja, wir haben einen Film über diesen Ullrich. Und Mats ab bitte, ja? Gott, bist du ein Süßer. Jan Ullrich, Gigant im Gelb, Messias im Maillot Jaune, Titan des Tretlagers, König der Kette, Koloss der Kolosse, die Pavlova der Pedale, Potentat von Paris, Architekt des Größten, des ewigen Radsporttriumphes für die deutsche Nation. Aber wir sollten auf dem Teppich bleiben. Sportchauvinismus und Überheblichkeit sind nicht angebracht. Nur weil Jan Ullrich der beste Fahrer ist, den die Welt je mit uns teilen durfte, ist das noch lange kein Grund, ihn mit Superlativen zu überschütten. Auch andere Nationen haben schließlich große Fahrer hervorgebracht. Denken wir zum Beispiel an Eddy Merckx, ein wackerer Radler, der im kleinen, rückständigen Belgien verehrt wird wie ein Heiliger. Merckx hat einige ordentliche Leistungen gezeigt, die sich aber gegen das Gesamtkunstwerk Jan Ullrich ausnehmen wie ein Furz im Tornado. Oder nehmen wir Miguel Indurain. Was ist der magere Spanier nicht immer schön Rad gefahren? Trotz seines farblosen Stils erinnern sich noch stets Dutzende von Spaniern an den sympathischen Gernegroß aus Pamplona. Oder Bernard Hinault, hier irgendwo zu sehen. Er war der Stolz der Franzosen, die so ziemlich auf alles stolz sind, was sich einigermaßen auf dem Rad halten kann. Gedopt bis unter die Haarspitzen gewann der winzige Parvenu sogar die ein oder andere Tour. Sie alle sind kleine, aber wichtige Setzlinge im Schatten der gewaltigen Eiche Jan Ullrich. Was die wenigsten wissen, Jan Ullrich hat neben dem Auslöschen der Radsportkonkurrenz noch ein anderes Hobby. In seiner Freizeit rettet der Charaktergigant gerne Wale und verschiedene Regenwälder. Aber wie sieht der Mensch hinter dem Genie aus? Wir wollten der Sonne ein Stück näher kommen und hakten nach. Kaum einer kennt Jan Ullrich so gut wie Walter Mazzarat aus Rostock. Ja, das stimmt. Den Jan und den Ullrich, die kenne ich, seitdem sie so groß sind. Zwei Racker sind das. Die haben mir mal in den Garten geschissen. Die Saukerle. Moment, Jan Ullrich hat ihn in den Garten geschissen? Ja, ja, alle beide. Na ja, schwamm darüber.
Herr Mazerat, ich glaube, da handelt es sich um ein Missverständnis. Ich spreche von Jan Ulrich, dem Radfahrer. Ja, ja, ich weiß. Die zwei sind mir auch immer mit den Rädern durch die Miete gefahren. Aber da habe ich sie mir gepackt und Windel weggeschlagen. Die Mistbeigel, das war schön. Herr Mazerat, kennen Sie die Tour de France? Hör mir auf, die beiden sind ja noch schlimmer. Die haben mir mal die ganze Veranda mit Benzin übergossen und angesteckt. Und mein Dackelachter und hat gebrannt wie Zunder. Das vergesse ich nicht. Furchtbar, aber ich glaube, wir kommen nicht weiter. Danke für das Gespräch, Herr Mazerat. Kai? Kai? Ja? Ja. Das war sehr, sehr gut. Das war sehr gut, Kai. Aber Sie hatten doch auch mal unglaublich, was man da in Disney World Paris zu bieten hat. Ja. Sie hatten doch auch mal den Bruder von Jan Ulrich vor dem Mikrofon, oder? Ja, das stimmt. Mats ab, bitte. Die Leute haben schon immer gesagt, dass ich mehr Talent habe als der Jan. Früher haben wir immer auf einem Tandem trainiert. Und selbst da habe ich ihn immer überholt. Ich meine, das muss man sich einmal vorstellen. Also, als wir damals Kinder waren und wir miteinander trainiert haben, ist die Idee aufgekommen vom Jan, da hat er gesagt, pass auf, ich rasiere mich jetzt nicht, bis ich die Tour de France gewonnen habe. Da habe ich gesagt, okay, du rasierst dich nicht. Und ich werde mir so lange die Haare wachsen lassen, bis du die Tour de France gewonnen hast. Wie ich damals immer zum Tanzen gegangen bin, hat mich ja der Jan eben in die Stadt gefahren. Und da hat er gehechelt, die Zug ist ihm bis daher rausgehängt. Ja. Ich bin im Gepäcksnetz hinten gesessen und er hat gestrampelt und gestrampelt. Das war eine schöne Zeit damals. Ja! Ja, mit Tommy hier. Er spielt ja mit Tommy Gottschalk hier, sehr schön. Er ist jetzt auch bei Disney. Das ist beeindruckend, Kai. Hör mal auf, Mann! Kai? Herr Schmidt! Ja? Herr Schmidt! Hilfe! Kai? Ja, schade, schade, das können wir nicht weiter verfolgen. Eine schöne Sache und vielen Dank, Kai. Und wir sind alle morgen dabei, wenn es ans entscheidende Einzelzeitfahren geht. Die eigentliche Radhauptstadt ist momentan Merdingen, meine Damen und Herren. Merdingen gehört, wenn ich richtig informiert bin, zu Irdingen. Ich habe es lange verwechselt, weil ich dachte, ist Irdingen ein Stadtteil von Merdingen? Nein, Merdingen in Irdingen, das ist das Radsportzentrum, aus dem Jan Ulrich kommt. Und ich greife hier zu meinem deutschen Telekom-Team-Telefon. Hightech, Hightech. So, komm her. Und ich rufe jetzt an im Hochleistungszentrum von Merdingen, das ist die Gaststätte Engel. Dort trifft man sich jeden Abend, ja? Das ganze Dorf ist da, sind alles Badener. Und da wird gekübelt. Und gefeiert. Vorwahl Merdingen. Hä? Und dann Gasthof Engel. Das sind die kurzen Nummern. So, und da müsste ich eigentlich Frau Keller melden. Gasthof Engel, Merdingen. Da ist das Freizeichen. Wahrscheinlich nur ein Telefon, direkt in einem Zapfhahn. Nicht so dies ohne Schnur. Engel Merdingen. Ja, hallo, ist dort die Gaststätte Engel? Ja. Grüß Gott, Harald Schmidt. Grüß Gott. Sprech mit Frau Keller. Jawohl. Ja, Frau Keller, da habe ich aber Glück gehabt. Ja. Ich rufe gerade aus meiner Fernsehsendung an. Ah ja. Ja, haben Sie gerade viel Geschäft? Ja. Ist Hochbetrieb? Ja. Ja. Haben Sie in der Tagesschau wieder die Zusammenfassung von der Tour de France geschaut, alle? Ja, die habe ich geschaut, aber ich habe nicht viel mitgekriegt davon. Wirklich? Haben Sie so viel zum Tun? Ja. Was kann man denn sagen, wird denn jetzt doppelt so viel getrunken wie vor der Tour de France bei Ihnen? Ja, kann man schon sagen. Ja? Und überwiegend Wein? Sie sind ja eine Weingegend. Ja, nicht unbedingt. Ich habe auch viel Bier getrunken. Bier? Ja, wenn's heißes Wetter ist, wird auch Bier getrunken. Ja. Haben Sie schönes Wetter jetzt? Nein. Nein, jetzt gerade nicht. Es regnet gerade. Und haben Sie jemanden, der Ihnen hilft, oder machen ja, Sie alles ja, selber? Ja. Ja, das schon. Halbtags? Ja, nein, der Sohn ist noch im Haus, der hilft noch mit. Die ganze Zeit. Frau Keller, kommt ja denn der Jan Ulrich, wenn er nicht bei der Tour de France ist, auch mal ab und zu Ihnen rein?
Ja, klar. Wirklich? Ja, ja. Und wie ist der so? Ja, ist eigentlich so in Ordnung. Also er ist ein ganz ruhiger Typ so und man kann gut mit ihm auskommen. Und was bestellt der? Also, aber was isst der so? Was er isst? Ja. Er isst eigentlich gern Salatblätter und solche Sachen. Ja, und trinkt, ja, ja. Er, trinkt er auch mal ein Bier? Bier haben jetzt noch nichts zu ertrinken. Wein? Wein, das ab und zu mal, ja. Aber höchstens wahrscheinlich Schorle, oder? Nee, da kannst du schon mal ein Glas Wein so trinken zum Essen dazu. Aber das ist eigentlich dann schon die Ausnahme. Ja, und sonst trinkt er eher Säfte oder sowas. Und fahren Sie jetzt vielleicht aus dem Ort nach Paris mit, ja, dem Bus? Ja, mit zwei Bussen, ja. Ja, am Sonntag? Morgen Abend. Morgen Abend? Ja, ja. Wo übernachten Sie dann? Ja, gar nicht, im Bus. Oh! Wir durchfahren. Morgen Abend um 23 Uhr wird losgefahren. Ja. Dann ist mal morgens in Paris. In Paris. Ja. Und dann fahren Sie direkt an die Champs-Élysées? Ja, genau. Und zum Ziel hin kommt man da so nah ran? Ja, nicht ganz direkt ans Ziel, aber also ziemlich in der Nähe. Wissen Sie zufällig, was das kostet für jeden, der mitfährt im Bus? 60 Mark. 60 Mark, das geht ja noch. Ja. Ist da Essen mit inbegriffen? Nein. Nein. Das muss jeder selber mitnehmen. Das wird man mitnehmen. In Frankreich recht teuer, vor allem in Paris. Ja. Gell? Ja. Das kann man schon sagen. Ich war auch mal da, Tasse Kaffee 8 Mark. Wirklich. Oh, das ist ja. Viel, ja. Und dann gibt es nächste Woche bei Ihnen eine Feier im Engel? Ja, nein, er kommt ja nicht gleich heim. Ach so, er fährt ja erst noch mal diese Rennen, ja, genau, überall. Ja. Er kommt erst Mitte August. Aha. Und dann aber wahrscheinlich großes... Ja, dann gibt es schon ein großes Fest, ja. Großer Empfang. Ja, genau. Frau Kelle, jetzt wollen wir Sie nicht weiter aufhalten. Das ist ja auch Zeit, die Ihnen fehlt. Ja, genau. Gell? Das war sehr lieb. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Liebe Grüße an die ganze Gaststätte. Ja, mach ich, danke. Gell? Und auch liebe Grüße von uns in Paris, wenn Sie dort sind mit dem Bus. Ja, danke. Tschüss, wiederhören. Frau Keller am Gasthof Engel in Merdingen. 60 Mark, das geht eigentlich. 60 Mark, das geht. Ist ja Hin- und Rückfahrt, Ankunft im Preis inbegriffen, kann man nichts sagen. 60 Mark und im Bus übernachten. Toll. Ja, das wird eine Feier Mitte August. Ich glaube, ein Mann wird auch mit dabei sein, obwohl sein Spezialgebiet die Leichtathletik ist und der Fußball und natürlich das Skifahren. Einmal ist er uns im Schneesturm in München auf dem Flughafen hängen geblieben. Einmal wissen wir nicht genau, warum es nicht geklappt hat. Heute Abend ist er hier. Herzlich willkommen, Gerd Rubenbauer. Heute haben wir Glück gehabt mit dem Wetter, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ja. Ja. Ganz kein kurz. Kein Schneegestöber, nix. Nee, nix. Du bist natürlich der Spezialist für Skirennen, für Fußball, für Leichtathletik. Übernächstes Wochenende geht's los in Athen. So schaut's aus. Was sagt das Herz von Ruby bei der Tour de France? Das Herz von Ruby bei der Tour de France? Ja, du, ich habe schon gelbe Augen vor lauter Gucken bei Jan Ullrich. Ja. Und ich glaube, ich habe noch nie Deutschland als ein Volk von so vielen Radfahrern erlebt, im sportlichen Sinne natürlich, wie in den letzten Tagen. Das ist ja unglaublich, wie die Quoten gestiegen sind. Ja. Und wir wollen schon mal festhalten, der ARD hat das Ganze einen Riesenerfolg beschert. Und darf man in deinem Sender ja auch absolut, denn wir sind ja ein Teil der ARD hier eigentlich. Ja. Also, du schon, ja, du nach schon. Teilbedarf. Vor allem die dritten Programme. Genau. Kannst du mal einen Tipp verraten? Die Kollegen Watteroth und Emich, die das jeden Nachmittag kommentieren. Ja? Ich finde das so fantastisch. Da geht es irgendwie nach Lulon. Und dann sagen sie, ah, da geht die Tour vorbei an dieser Kirche aus dem 11. Jahrhundert, genau, die Erwin der Heizbare damals hat renovieren lassen. So. Woher weiß man das denn alles vorher? Die können doch nicht jede Kirche aufschreiben. Also ich glaube, diesbezüglich meinst du in erster Linie den geschätzten Kollegen Jürgen Emich, der ja ein Geschichtswissen, ein unglaubliches Geschichtswissen, wirklich, offenbart, muss ich auch, mir imponiert es auch sehr. Ja. Aber ich glaube, auf diese Art und Weise wird eindrucksvoll bewiesen, wie viele Jahre man bei der Tour de France dabei sein muss, um auch alles zu kennen. Ja, wirklich. Und wir haben viele Jahre ja nicht live übertragen. Und ich glaube, die Zeit hat er genutzt, um sich das alles anzuschauen. Ja, es ist eine großartige Leistung. 7-8 Stunden jeden Tag wird das super live gemacht. Ja. Ja, ist ein Vorbild für uns bei der Leichtathletik, denn wir werden es noch steigern auf 10 ja Stunden. 10 Stunden? Ja, mein Kollege Dieter Adler und ich, wir werden 10 Stunden von 7.45 Uhr, glaube ich, deutscher ja Zeit. Also stell dir einen Wecker, ich weiß, du bist ein Riesensportfreak. Wieso ist denn Athen so eine große Zeitverschiebung? Eine Stunde Zeitverschiebung, aber 10 Kämpfer
Lieber Herr Schmidt, die stehen ein bisschen früher auf zum Beispiel. Das übertragt ihr von Anfang an, ja? Ja, logisch. Mit Busemann, wir hoffen auf ihn. Und vor allem Vater Busemann. Ja, sowieso. Oder? Ja. Doch in der Kurve mit dabei. Ja, das ist aber, ihr seid aber auch so ein unglaublich eingespieltes Tandem, du und Dieter Adler. Ja. Habt ihr dann so Zettel, wo man sich so mal rüber, weil der eine nimmt ja vom anderen ab, ne? Haben wir keine Zeit. Nix. Zettel haben wir keine Wirklich. Zeit. Wir schauen uns in die Augen und dann funktioniert es. Auf welche Wettbewerbe freut sich denn der Sportreporter, Leichtathletikreporter Ruben Bauer am meisten? 100 Meter Damen oder? In der Regel schon, 100 Meter Damen. Aber das ist leider beim ZDF. Also 100 Meter Finale Damen und Herren ist beim ZDF, hatten letztes Mal wir. Ja. Aber Zehnkampf ist dieses Mal bei uns. Ja. Und auch die Siebenkampfentscheidung, damit sind wir wieder bei den Damen. Ich hoffe, dass die Sabine Braun ganz vorne landen wird. Aber 100 Meter Lauf, Harald, das ist bei mir ein neuralgischer Punkt. Olympische Spiele 88, kann ich mich noch gut erinnern, in Seoul. Ich bin Haftschalenträger, habe Kontaktlinsen und regelmäßig bei großen internationalen Veranstaltungen mache ich irgendetwas mit diesen Haftschalen. Ja. Ich habe die ja schon gesucht, überall, in Abflussrohren, in der Kloschüssel, das ist wirklich so, überall. Ja. Und ich habe sie immer wieder gefunden und ausgerechnet in Seoul, am Tag des 100-Meter-Laufs, musst du dir mal vorstellen, in einem großen Hotelzimmer. Ja. Und du weißt, in Korea sind die blitzblank geputzt. In Korea kannst du ja vom Boden Alles essen. Vom Boden kannst also, du essen. Das ist wirklich. Ja sowas von sauer, ja. Wirklich. Also kannst du dir auch vorstellen, habe ich versucht, mit Stäbchen die Kontaktlinse wiederzufinden. Ja. Aber es ist mir nicht gelungen, ich habe sie einfach nicht gefunden. Also mit einem Auge, ich habe 5 Dioptrien auf einem Auge. Kannst du dir vorstellen, wie viel hast du? 5,75. Ja, denke mal doch. Aber auch schon leichte also Netzhautablösung und Verkrümmung. Hast du auch? Ja, sowieso. Nur deshalb habe ich Haftschalen. Sollst du mal versuchen übrigens. Ist ja, ich habe es, aber ich kann mich nicht dran gewöhnen. Ich habe schon über 30 Jahre eine Brille. Wieder, oder? Nee, das ist aber, das ist irgendwie, hast du weiche oder harte? Weiche. Ja, und gibst ja auch jeden Abend schön in die Flüssigkeit. Ja, musst du ja. Musst und machst du ja auch die Neutralisation. Ja, so alles, siehst du, das ist dir alles zur Zeit auf jeden Fall. Obwohl, in Korea wärst du nicht aufgefallen, wenn du es ohne Neutralisation reingegeben hättest. Genau, das ist ja einfach. Oh, ah, so ist es. Aber es ist völlig, man sucht sich dumm und dusselig, ja? Genau. Also pass auf, ich hab gesucht und gesucht, nicht gefunden, mit einer Linse den 100-Meter-Lauf der Männer mitkommentiert und ich hatte das große Glück, ich habe gedacht, um Gottes Willen, wenn es einen knappen Zieleinlauf gibt, kannst du dir ja vorstellen, dann sitzt du so da mit einer Linse und kannst entscheiden, wer ist jetzt da vorne. Ja. Zum Glück war Ben Johnson gedoppt und lief meilenweit voraus. Das war mein Glück. Das war mein Glück. Also deshalb werde ich immer daran denken, an 100-Meter-Lauf. Aber da sieht man schon eine Fähigkeit, du hast, du bist in der Lage, wirklich aus dem Stand 5 Minuten durchzuziehen. Absolut aus dem Stand. Ja, das ist aber auch die... Radio. Du warst ja auch der Gott, auch der Fußballgott im BR-Radio. Das war noch die Zeit. Rummenigge! Genau! Und Rummenigge geht links Richtig. Vor. Ja. Nicht links, rechts. Nein, aber da ging er links. Rummenigge rechts, das muss das. Das sind zwei gerollte R. Hast du eigentlich dieses R, das hat dir sozusagen der Gott in den Gaumen gelegt? Also das gerollte R kommt bei mir dann, wenn es ganz nahe dem Tor zugeht. Dann kommt das gerollte R. Weil so ist ja normalerweise, wenn er hier sitzen würde, Karl-Heinz Rummenigge. Ja. Aber wenn es am Tor zugeht, ist ja ganz klar, dann gibst du Gas. Rummenigge. Ja, genau. Ist das richtig? Du warst auch mal Skilehrer? Ja, ja, haben wir schon alles richtig gemacht. Richtig, mit allem drum und vor allem dran? Während meines Chemiestudiums, mit allem drum und dran. Ja. Ich kann mir vorstellen, was du dir unter dem dran vorstellst. Aber übrigens, Skifahren, nachdem der Markus Wassmeier ja zu dir nie in die Sendung kommt. Da weiß ich, warum kommt jetzt der nicht? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Sag mal, hat der Angst, der Wasi? Ich verstehe das nicht. Hat der Angst, oder was? Ist doch ein blitzgescheiter Bub. Wir werden das korrigieren. Der Markus Wassmeier ist bei uns ja Co-Moderator. Ja, riesig. Und es ist mir ein leichtes. Ja. Es ist mir ein leichtes. Du wirst eingeladen zum Weltcup-Wochenende nach Garmisch-Partenkirchen. Und sag traditionell dann, dem größten deutschen Weltcup-Rennen. Ist das Kandahar-Rennen? Richtig. Und er macht mit dir Vorläufer. Stell dir das vor. Ist das ein Angebot? Du, Ende ist, Januar, nein, das ist meine Hölle. Er ist ein genialer Skifahrer. Und ich sehe das, er macht ja für euch manchmal die Abfahrt mit der Kamera in den Händen. Genau, da wird mir schon schlecht vom Hingucken. Das ist nichts für. Aber ich merke schon, du schaust dir alles ich an. Ich sehe das. Und ich warte immer drauf. Ich sage, hoffentlich sagt Vasi einmal, so, morgen der Super-Chi. Ja. Das ist mein Lieblingsding, der Super-Chi. Er ist großartig. Ja. Und er ist mit dem ehemaligen Kindermädchen von Rummenigge verheiratet, stimmt das? Ja, ja, stimmt. Ist das so? Stimmt. Ja, glücklich, glücklich. Glücklich, ja, super riesig. Ja, ich verstehe nicht, warum der Wasser nicht kommt. Schau mal wieder mal. Ich würde gerne mal zum Skirennen kommen, das ist gefährlich. Bist du überhaupt schon mal Ski gefahren? Ja. Ich bin, weißt du, wo ich runtergefahren bin? Flug. Nein, auf der sogenannten Ladai, das ist die Weltcup-Abfahrt in Val d'Isère.
die so, ich glaube, in vier Minuten. Die alte Weltcup-Abfahrt. Ja, der fährt keiner mehr, mittlerweile ist es die Seniorenabfahrt. In zwei Stunden bin ich schön darunter gefahren, wo der Weltcup ist. Und zwar, weißt du, ich hatte das Problem, ich stand. Du bist der Einzige, der nach Liftschluss gesucht wurde. Ja, aber wirklich, ich stand an der Seite auf dem Felsen, weil ich fuhr schräg die Piste so. Dachte, jetzt mache ich die Kurve, jetzt mache ich die Kurve, jetzt mache ich die Kurve. Dann stand ich wieder auf dem Felsen und musste runterlaufen, es war höllisch. Ja. Zögernd und zaudernd. Ja, ganz mies. Das war übrigens der Grund, warum dann für Olympische Spiele eine neue Abfahrt gebaut wurde, weil von Harald Schmidt die alte ruiniert worden war. Habe ich gehört. Das ja, war wirklich so. Welches ist denn deine Lieblingsabfahrt? Grün. Und Garmisch-Partenkirchen, Kandahar. Und das Lauberhorn in Wengen? Kandahar, Garmisch-Partenkirchen ist wirklich empfehlenswert. Wird immer schöner. Ja. Durchgehend, fast durchgehend beschneit. Schön, sehr schön. Ist für dich sehr wichtig. Wieso? Auf Kunstschnee fährst du hundertprozentig besser. Steht man da besser? Ja, ich sehe, dass du ein Techniker bist. Das sehe ich schon an der Sitzhaltung. Das ist es. Du hast die klassische Hockposition. Und ich habe Angst, dass ich zu lange auf dem Innenski stehe. Ja, hundertprozentig. Weißt du, unser Lieblingswort, weißt du. Das ist mein. Aber ich sehe es immer, 12 Uhr, ihr habt oft Pech mit dem Wetter, aber um 12 Uhr sicher. Ich finde das großartige Skirennen. Es ist tolle Landschaften und also so weiter. Bleib uns treu und schau viel Leichtathletik jetzt. Ich muss sagen, du hast viel zu tun. Du bist kaum zu erreichen. Mein Lieblingstermin mit dir war mal in Stuttgart. Da bist du irgendwie in 70 Minuten von Nürnberg nach Stuttgart gerast. Ja, das stimmt, die lachen da. Ja, das ist wahr. Im Audi. Wie ist das Ding? Ja, 100 Show. Ja, 100 Show im Hörfunk. Genau. Nach Stuttgart, Sendung gemacht, zurück live zum Länderspiel. Wann waren wir fertig? 18 Uhr oder so. Um 18 Uhr waren wir fertig. 19:30 begann das Länderspiel in Nürnberg. Stimmt, und du warst rechtzeitig da. Ich war 5 Minuten vor Spielbeginn war ich da. Es geht aber nur im Radio. Bub, lass dir Zeit. Ja, glaubst, warum? Ja, das ist, es geht so schnell und auf einmal, ui, verkanntes. Meinst yes, das ist ein Rubenbauer, hat's zerbröselt. Na, was ich sagen will. Trotzdem hast du dir die Zeit genommen und hast, du, das ist das Unmenschliche. Das zeigen wir, wenn du wiederkommst. Genau. Du weißt ja, wir sind hier vollgepflastert mit Werbung. Aber du kommst zum Skifahren. Ich komme, aber also die Kandahar-Abfahrt ist mir zu schwierig. Es sind sogar Fans aus Aachen da zu diesem Skiweltcup-Rennen. Also wirst du ja hoffentlich auch auf die Bretter. Schön stehen. Langsam mit deinem Lehrer vorne dran. Und ich habe es einmal gehört. Ich opfere mich. Der Satz war der, in die Kurve gehen für die Belastung, runter in der Schweiz, Schublade auf, drehen, Schublade zu. Ja, das war für die Bewegung, das habe ich mir gemerkt. Gerd. Slalomfahrer. Toi, toi, toi für die Leichtathletik. Danke. Alles Gute. Danke. Mein nächster Gast, der Shootingstar der deutschen Rap- und Hip-Hop-Szene. Und das, meine Damen und Herren, ist momentan ihr Video, das rauf und runter gespielt wird. Sabrina Setlur, glaubst du mir? Glaubst du alles, was ich sage? Glaubst du alles, was ich sage? Glaubst du, du kannst mich verstehen? Wirst du jede Stunde aller Tage bei mir sein und mit mir gehen? Das ist das Video und hier ist sie. Herzlich willkommen, Sabrina Setlur. Sabrina! Harry! Elegant wie ein Raubtier du hier raus, aber trotzdem sehe ich, hast du ein bisschen dich verletzt oder was? Das ist angeboren, ist das schlimm? Nein, nein, wirklich. Du kommst hier so, ich weiß, dass viele Leute jetzt sagen, Moment mal, Sabrina. Ja, du bist wirklich eine total internationale Persönlichkeit. Sag mal ganz schnell, wo kommen deine Eltern her? Aus Indien. Aus Indien. Mhm. Du bist wo geboren? In Frankfurt. Und hast einen amerikanischen und einen deutschen Pass? Also ich schon, aber ich meine, ich bin nun mal in Deutschland geboren und lebe hier schon seit Jahren und das ist halt auch mein Land. Und bist du so, wie wir sagen, richtig Frankfurter Mädel? Frankfurter Metsche heißt es. Frankfurter Metsche. 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 Frankfurter Metsche. Hörst du das? Also das heißt, du babbelst hessisch daheim? Also wenn ich jetzt nach Rottgau gehen würde und sagen würde, ich bin Hesse, dann würde ich, glaube ich, erschlagen werden. Ja. Also ich habe so ein paar Sachen, die sind hessisch und ein paar Sachen, die sind nicht hessisch. Und außerdem rutscht mir mein Mikro gerade in mein allerwertestes rein. Wirklich? Moment. Geht's wieder? Ja. Ja. Weil sonst ist es
Sonst ist es besser, ich helfe, bevor unsere 60 Tontechniker kommen. Ja. Weißt stimmt, du? Stimmt. Dann haben wir 60 Tontechniker. Ja, dann mach mal. Mach mal. Hält, ne? Ja. Ja, und war's schön? Wow! Okay. Mir fällt überhaupt auf, du kommst jetzt gerade aus Wien? Ja, heute Morgen. Ja, nee, heute Mittag. Da hast du gearbeitet? Ja. Video gemacht? Videodreh gehabt, genau. Was war das für ein Video? Nur mir, die dritte Single. Und was passiert da? Musstest du irgendwo im Regen stehen, durch Glasscheiben springen oder von Hermes Fettberg gejagt durch die Elektroläden rennen oder was weiß ich? Nein, ich stand eigentlich im relativ warmen. Ja? Musste auch durch eine Scheibe springen oder war keine Scheibe. Das war gut für mich. Wir haben einen Panther im Video. Also es war ein sehr, sagen wir mal so, aufregender Dreh. Einen richtigen, ja, lebendigen Panther. Mhm. War der, wie wir Tierärzte sagen, sediert? Spritz kriegt. Also ich würde sagen, er war ziemlich spröde. Wirklich? Ja. Ja? Hast du da Angst oder was? Also überhaupt nicht, gar nicht. Weil ich meine, es ist ein Tier und wenn du es natürlich angreifst oder wenn du es ärgerst, dann greift es dich an. Aber das ist ja mit uns Menschen genauso, oder? Stimmt. Tja. Denn wir, wir kommen ja vom Tier. Ja. Und wir werden auch wieder zum Tier. Ja. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Du sagst ja zu deutschem Wasser. Ja zu deutschem Wasser. Trinkst du auch mal Appleboy? Appleboy trinkst du auch? Gerne, ich trinke gerne, ja. Appleboy. Das ist ja auch was Tolles, ne? Es ist wirklich so in den heißen Sommertagen, wenn man da so ein Bembel vor sich stehen hat. Toll. Mein Gott, wenn das Hein Schenk sieht. Ja. Ein Bembel. Ein Bembel, ja, ja. Und herzlich willkommen bei Fröhlich eingeschenkt Sabrina Setlur. Das wäre doch mal was, oder? Das wäre toll. Das ist auch so eine Kultfigur, so eine hessische Hein Schenk, ne? Ja, ich habe ihn leider noch nie kennengelernt. Das hätte was. Aber das wäre natürlich meine Show. Das ist auch so mein Ding. Das denke ich mir. Ja. Was mich irritiert, ich bin nun ein Angehöriger der älteren Generation. Wir sind mit langhaarigen, aber gepflegten aufgewachsen, Stones und so weiter. Was du machst, ist Rap, ist Hip-Hop? Ja, ist das so? Sagen, ja. Der normale, für mich als Laie steht der normale Rapper mit einer Pudelmütze in offenen Turnschuhen und um ein brennendes Ölfass. Ja, um ein Ist das ganz falsch? Also zum einen habe ich mich extra nur für dich so schick gemacht. Nein, das stimmt nicht. Ich habe dich öfters gesehen. Du bist ja immer eine sehr elegante Erscheinung. Dankeschön. Das wollte ich nur hören, deswegen habe ich das eben gesagt. Nein, es ist natürlich wirklich ein Klischee, das man hat, dass man sagt, Rap-Music oder Hip-Hop ist brennende Mülltonnen, Graffiti und Sprayen. Und ich kann dir eins sagen, ich skateboarde nicht, ich sag nicht yo und sprayen. Das Einzige, was ich spraye, ist, und da können die Techniker dir wirklich ein Lied von singen, ist Parfum. Ja, ich rieche es. Ja, ich weiß, das ist ja so ein Ritual, was ich habe. Immer sprühen, das bringt Glück irgendwie. Das machst du so, ja? Und machst du so richtig oder ein bisschen so in das Ohr? Wow. Ja. Ich glaube das nicht, was ich hier erzähle. Meine Nein, aber das tot ist Umfall, nicht du. Erzähl von deinen Eltern. Deine Eltern müssen doch platzen vor Stolz, was die Tochter für eine Karriere gemacht hat, oder? Also mein Vater ist, glaube ich, der größte Fan, den es auf dieser Welt gibt. Also von Anfang an, also er rennt wirklich in jeden Laden, guckt auch, dass alle CDs da sind. Und nein! Doch. Bring sie mal bitte nach vorne an die Kasse. Ja, wo sind hier, Sabrina, ist meine Tochter. Ja. Sammelt jeden Schnipsel und ich bin wirklich so stolz, so einen Vater zu haben. Und meine Mutter ist genauso stolz. Also ich bin wirklich sehr glücklich mit meinen Eltern. Und wie haben die reagiert, als du gesagt hast, ich mache jetzt Musik? Ich gehe dann? Also die wussten erst gar nicht, dass ich Musik mache. Ja. Ich habe das nicht großartig erzählt. Als das Produkt dann fertig war, die CD, bin ich dann hingegangen, habe gemeint, ja, hört euch mal die CD an und sagt mir, wie ihr sie findet. Und dann sagt mein Vater, boah, die hört sich verdammt an nach dir. Und dann habe ich gesagt, ja, das bin ich. Und dann sagt mein Vater so, im Ernst? Und dann sage ich so, ja, ich mache das jetzt professionell. Und dann hat er gesagt so, und wann? Und dann meine ich so, jetzt. Und wie viel Geld gibt's? Das war so die erste Frage, ja. Und nee, aber von da an hat er mich immer unterstützt. Ich meine, für ihn war es einfach nur wichtig, dass ich meine abgeschlossene Schule habe. Ja. Und das mache. Und ansonsten, ich meine, ich verdiene damit mein Geld. Und wenn ich damit glücklich bin und wenn es mich glücklich macht, dann ist es okay. Klar. Hast du mal irgendwie ein anderes Berufsziel gehabt?
Hast du mal was studiert oder so? Ja, ich habe so angefangen. Ich meine, zu der Zeit, als Schwester S rauskam, habe ich gerade Abi gemacht. Und wenn man Abi macht, dann weiß man eigentlich gar nicht genau, was man machen will und studiert irgendwas. Und ich war halt einer der Kandidaten und habe irgendwas studiert. Irgendwas? Was war das genau? Also ich habe BWL studiert. Ich glaube, 100 andere auch. Wie lange? Wie viele Semester? Ich habe, glaube ich, 6 Semester studiert. Und warst du eine typische BWLerin mit... Voll, mit Halstuch und Brille. Brille? Ja. Was für eine Brille hast du? Matsuda. Nein, doch. Das stelle ich mir aber wahnsinnig scharf vor, wenn du eine Brille auf hast. Ja? Wirklich? Und jetzt hast du Kontakt hin, so wie Ruby? Nee, ich sehe halt einfach nichts. Sabrina, das war mal wieder so ein Gast, wie man sich wünscht, ja? Okay, war ganz toll. Schönes Wochenende. Tschüss.